Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. Ich bin heute in Hohenstein unterwegs. Das ist ein parkähnliches Gelände in Witten im Ruhrgebiet. Und hier gibt es ein recht großes Wildschwein-Freigehege und auch ein Wildgatter mit Rothirschen und Dammhirschen. Und wie ihr schon gesehen habt, habe ich meine Kamera am Schultergurt befestigt, weil mit Stativ ist hier nicht zu fotografieren. Gerade bei den Wildschweinen ist der Zaun doch recht hoch und das übersteigt selbst die Höhe des Stativs. Aber das ist nicht der Grund für dieses Video, sondern der Grund ist ein anderer und den möchte ich euch dann auch gleich mal vorstellen. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte nicht die Parkanlage Hohenstein in diesem Video vorstellen, sondern ein immer noch viel diskutiertes Thema aufgreifen. Eine immerwährende Diskussion, die wahrscheinlich genauso alt ist wie die Tierfotografie selbst. Ja, was ist ein gutes Bild? Sprich genauer, was ist ein gutes Wildtierfoto? Was macht das aus? Ist ein gutes Tierfoto nur dann gut, wenn es wildlife fotografiert wurde, also in freier Natur? Oder ist es auch gut, wenn es in einem Wildpark oder in einem Zoo unter kontrollierten Bedingungen entstanden ist, fotografiert wurde? Nun, um es gleich vorweg zu sagen, es wird oft unsinnigerweise sogar darüber diskutiert, was eigentlich freie Natur ist. Ja, was ist freie Natur eigentlich? Also ganz sicher kein Wildpark oder Zoo. Denn hier sind die Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit doch sehr stark eingeschränkt. Und wie es so schön heißt, fotografiert man die Tiere hier dann unter kontrollierten Bedingungen. Aber was ist dann die winterliche Fütterungsstelle von Vögeln? Und der Fotograf, der dann in unmittelbarer Nähe in seinem Tarnzelt sitzt. Er hat auch kontrollierte Bedingungen geschafft und die Vögel mit Futter an eine gewisse Stelle gelockt. Um nur dieses Beispiel zu nennen. In einem Wildpark, wo die Tierfreigehege großzügig angelegt sind, naturnah angelegt sind, haben die Tiere auch die Möglichkeit, sich dem Beobachter zu entziehen und sich zu verbergen. Okay, wollen wir uns nicht mit Kleinigkeiten auseinandersetzen und aufhalten. Ich denke, wir sind uns da alle einig, wenn ich sage, dass wir zum größten Teil in Europa keine Wildnis mehr haben. Also keine reine Wildnis, die von Menschenhand unberührt ist. Und reine, von Menschen an unberührte Wildnis ist nun mal die freie Natur. Nun zurück zum Eigentlichen. Ist ein Tierfoto wirklich besser, wenn es wildlife aufgenommen wurde, wie immer noch viele Naturfotokollegen behaupten? Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich sage, dass gute Wildlife-Aufnahmen sehr viel Arbeit, Zeit und Geduld sowie das nötige Fachwissen bedürfen und natürlich das Quäntchen Glück, was man noch im Gepäck haben muss, um entsprechende Fotografien von Tieren Wildlife, also in freier Natur, zu bekommen. Aber selbst hier in einem Wildpark, wo einem die Tiere praktisch vor der Nase herumlaufen, man weiß, dass die Tiere da sind, sollte man schon einen ganzen Tag einplanen. Wie gesagt, ich bin hier in der Parkanlage Hohenstein in Witten unterwegs, um heute ganz entspannt einfach mal einen Fototag zu genießen. Mal schauen, was ich für Fotomotive auftun. Das Parkgelände hier hat zwei Wildgatter, einmal rein mit Wildschweinen. Das andere ist gemeinschaftlich besetzt mit Rot- und Dammhirsche. Und wie gesagt, ich möchte heute einfach mal einen ganz entspannten Fototag hier verbringen und mal schauen, was und wo und wie ich hier fotografieren kann. Ich bin das erste Mal mit der Kamera in der Hand hier unterwegs. Vor ein paar Tagen war ich hier schon einmal auf Erkundungsgang und ich denke mal, es werden sich hier schon richtig gute Möglichkeiten ergeben.
Ist es verwerflich, auch als Fotoprofi im Wildpark zu fotografieren? Ich denke nicht, denn hier sind Fotos möglich, die Wildlife schwer bis gar nicht zu realisieren sind. Und warum sollte man diese Möglichkeit nicht nutzen? Und das könnt ihr mir glauben, ob aus Hobby oder aus beruflichen Gründen. Jeder, der sich intensiv mit der Tierfotografie beschäftigt, wird sicherlich mehrere Male schon in Wildparks, Wildgehegen oder Zoos seine Bilder gemacht haben. Wie ich gerade gesagt habe, da ist nichts Verwerfliches dran, Bilder in Wildparks, Zoos oder unter kontrollierten Bedingungen zu erstellen. Ganz klar, kein Problem. Verwerflich wird es erst dann, wenn Bilder, die in Wildgehegen oder ganz einfach unter kontrollierten Bedingungen jeglicher Art, sei es mit handzahmen Wildtieren oder was es da nicht alles für Möglichkeiten gibt, erstellt wurden, diese Bilder dann als Wildlife tituliert werden und in Umlauf kommen. Und es ist eine ganz klare Verarsche der späteren Betrachter der Bilder. Und wer sowas als Naturfotograf, als Tierfotograf nötig hat, der ist einfach nur bemitleidenswert, punktum, und da gibt es auch keine Diskussion. Hier, schaut selbst, einige Fotos von mir. Erkennt ihr, welches Wildlife aufgenommen wurde und welches aus einem Wildpark stammt? Ich bin gespannt. Und wer lag richtig? Es ist nicht ganz einfach. Doch darf ich für mich sprechen, dass ich ein absolut ehrlicher Naturfotograf bin und meine Fotografien immer so genau wie möglich beschreibe. Was heute in der digitalen Fotografie ja gar kein Problem ist. Jedes Bild hat einen Dateianhang, wo man alle nötigen Informationen hineinschreiben kann. Und hier sind wir an dem Punkt angelangt, den ich mit meinem Video ansprechen wollte. Ein gutes Bild ist und bleibt ein gutes Bild, ganz gleich, wo es entstanden ist. Und der Hintergrund, weshalb ich das sage, ist auch ganz einfach. Denn weckt das Bild bei dem Betrachter Emotionen? Sehr gut. Weckt es beim Betrachter Neugierde? Hervorragend. Erzielt das Bild im Gesamten bei vielen Betrachtern ein Aha, ein Wow und unterstützt den Sinn und Gedanken, das zu schützen, was man darauf sieht. Eine Tierart, eine Landschaft, die Natur an sich. Hat das Bild genau das erzielt, worauf man als Fotograf stolz sein kann? Es unterstützt mit seiner Wirkung den Natur- und Tierschutz, ohne die wir Naturfotografen nichts wären. Und dabei ist es meiner Meinung nach völlig egal, wo das Bild entstanden ist. Sicher gibt es Verfechter, die meinen, nur ein Foto, was Wildlife entstanden ist, wäre auch authentisch. Das mag in einigen Bereichen so sein, dem stimme ich ganz klar zu. Aber diese Meinung, ja schon fast militant zu vertreten, kommt der freien Natur- und Tierfotografie bei Weitem nicht nahe. Entscheidet selbst, wie ihr damit umgeht. Ich habe heute für mich hier einen wundervollen, schönen Tag im Park verbracht, einige schöne Motive von Linse bekommen und sage bis zum nächsten Mal, euer Alexander.